Die CSU versetzt ein ganzes Land in Panik. Das ist nicht etwa ein Zitat von einem Mitglied der Linkspartei. Nein, das hat Heiner Geißler gesagt. Was sagt Tom Strohschneider dazu? Er ist Chefredakteur des Neuen Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider. Schönen guten Tag. Übertreibt der Herr Geißler? Naja, ich neige normalerweise nicht dazu, Herrn Geißler zuzustimmen. Aber in dem Fall hat er, glaube ich, völlig recht. Das Problem an der zugespitzten Rhetorik, die wir seit Wochen aus der Union vor allen Dingen hören, trägt natürlich dazu bei, eine Diskussion am Laufen zu halten, in der am Ende keine politisch-solidarischen Lösungen mehr gesucht werden, sondern autoritäre Lösungen. Wir reden ja im Prinzip nur noch über Abschottung, wir reden über beinahe extralegale Maßnahmen gegen Flüchtlinge. Da wird in der Union dann auch schnell mal nach Abschiebung gerufen, ohne dass es vorher ein Asylverfahren gab und so weiter und so fort. Und dazu trägt eine Diskussion bei, in der die Union oder Teile der Union so tun, als wenn sie die Opposition zur Bundesregierung wären. Das ist demokratiepolitisch im Übrigen auch ein Problem, weil natürlich die eigentliche Opposition zum Verschwinden gebracht wird. Mhm. Nun ist immer wieder die Frage, wie wir die Debatte führen in Deutschland. Das geht ja von TV-Debatten bis hin zu Blogs, ist ja die Stimmung aufgeheizt. Wichtig ist, miteinander zu reden. Ist es auch legitim, mit der AfD zu reden, oder ist es legitim, auch Gespräche mit der AfD abzusagen im Fernsehen? Also ich finde, dass jeder das Recht hat, sich seine Gesprächspartner auszusuchen, und einige Politikerinnen und Politiker von SPD und Grünen haben das jetzt gemacht. Am Ende muss man aber gleichzeitig auch einschätzen, so wie es passiert ist, ist der Eindruck entstanden, ein öffentlich-rechtliches Rundfunk- und Fernsehsystem tanze gewissermaßen nach der Pfeife von Politikern und Politikern der sogenannten etablierten Parteien. Das kommt am Ende der AfD zugute, die ihren Lügenpressebuden sauber dann fröhlich weiter abbrennen kann. Klar ist, man muss reden, aber klar ist auch, es muss Grenzen der Gesprächsbereitschaft geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit jemandem wie Björn Höcke oder Frau von Storch, die seitens der AfD Thesen, Forderungen und Sätze in die Öffentlichkeit hinaus posaunen, die ganz, ganz weit rechts sind, wo unverhohlen rassistische Propaganda gemacht wird, wo absurde und auch gefährliche Zündelei, rhetorische Zündelei betrieben wird, mit dem muss man nicht reden. Den muss man versuchen, die Zustimmung wegzunehmen. Das heißt, man muss über die Probleme reden, die einen Teil der Leute ja offensichtlich dazu bringt, sich diesen Rattenfängern anzuschließen. Aber ist denn Ausgrenzung die Lösung? Das trägt doch noch möglicherweise zur Popularität bei, wenn man Menschen ausgrenzt und eben nicht mit denen redet. Naja, was heißt Ausgrenzung trägt zu deren Popularität bei? Das ist ja einerseits richtig, andererseits reden wir über Leute, die Ausgrenzung zu ihrem politischen Prinzip gemacht haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, selbstverständlich braucht es in einer gut funktionierenden Demokratie auch eine, sagen wir mal, harte Haut. Man muss sich mit Vorstellungen und Äußerungen auseinandersetzen, die einem selber nicht passen. Das Ganze muss meines Erachtens auch in einem gewissen Rahmen möglich sein. Das war ja bisher auch durchaus der Fall. Wir sind jetzt konfrontiert mit einer Bewegung, die sich selbst als normal darstellt und es alles andere als normal ist. Pegida, AfD, dieser sogenannte rechte Block. Und da gilt für mich ein ganz alter Satz. Selbstverständlich muss es Toleranz geben, aber es kann eben keine Toleranz gegenüber Intoleranz geben, weil am Ende die Toleranten darunter verlieren würden. Und in dem Fall würde ich sogar sagen, die Toleranten sind ja ein durchaus mehrheitsfähiger Block in der Gesellschaft. Die Diskussion, die Sie anfangs angesprochen hatten, diese Panikmache, dieses ständige, die Stimmung kippt und der Staat sei handlungsunfähig, lässt ja auch verschwinden, dass ein großer Teil der Bevölkerung ganz vernünftige Ansichten hat, auch zur Frage der Flüchtlingspolitik. Da wird nichts beschönigt, da wird sehr viel Engagement auf die Straße gebracht. Unzählige Leute sind in Willkommensinitiativen engagiert. Und ich glaube, es geht darum, diesen Block eine Stimme zu verschaffen, den auch zu stärken. Und wenn wir dann ARD-Sendungen haben, wo am Ende gewissermaßen die rechten Parteien unter sich sitzen und darüber diskutieren, wer als erster jetzt den Schießbefehl an der Grenze wieder herausposaunt, dann ist natürlich eine demokratische Schieflage entstanden, die man dann nicht denen vorwerfen darf, die auch mal sagen, nee, mit Rassisten rede ich nicht. Mhm.
Patrick Gensing schreibt über die dünne Schicht der Zivilisation. Er sagt, Deutschland dreht frei. Er redet halt über Freiburg, Zutrittsverbote für männliche Flüchtlinge in Schwimmbädern, dass SPD-Ortsverbände in NRW beim Thema Flüchtlingsunterkünfte den zivilen Ungehorsam proben und so weiter. Er macht sich große Sorgen. Machen Sie sich auch Sorgen um unsere Zivilisation in Deutschland? Ich glaube, es ist völlig richtig, sich große Sorgen zu machen. Und was wir als Redaktion hier an Verrohung erlebt haben in den letzten Monaten, hat auch alle Beispiele übertroffen. Wir haben hier täglich fast E-Mails, in denen man uns ins Gas wünscht oder eine Bombe in die Redaktion droht. Gleichzeitig ist es so, dass man sich ja schon überlegen muss, wie weit kann man und muss man warnend darauf hinweisen, dass eine Situation entstanden ist, in der es möglich ist, dass es eine Radikalisierung nach rechts gibt. Sie haben ja die Punkte genannt. Verrohung im Internet. Es werden in Diskotheken aufgrund von, sagen wir mal, nicht ausgedachten, aber zumindest kaum belegten Vorwürfen, werden Menschen anderer Nationalität mit Verboten belegt. Wir haben eine Situation, in der es offensichtlich völlig normal ist, dem politischen Gegner auch den Tod an Hals zu wünschen. Und es ist eine Situation, die sich aufheizen kann. Da passiert dann irgendwann was und dann geht eine Kette der Radikalisierung in Gang. Das ist hochproblematisch, einerseits. Andererseits ist es so, wir haben halt auch eine Medienöffentlichkeit gerade, die unglaublich kurzatmig ist, die sehr stark natürlich auf diese Skandalisierungs- und Empörungseffekte setzt. Und da kann natürlich auch ein Eindruck entstehen, den man vielleicht, wenn man mal rausgeht und sich anschaut, wie Menschen in Ämtern auf ihren Arbeitsplätzen oder beim Einkaufen denken, da ist ja diese Radikalisierung und Verrohung noch nicht zu sehen. Aber klar ist richtig, der Kollege Gensing hat da völlig recht. Wir sind an einem Punkt, der hochgefährlich werden kann. Und jetzt ist die Frage, was man dagegen macht. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das große Problem der aktuellen Debatte. Wir reden ganz viel über innere Sicherheit. Wir reden ganz viel über die Flüchtlinge, die also immer sozusagen als großes Kollektiv zum Problem erklärt werden. Wir reden über eine Regierung, die sich jeden Tag in neuen Auseinandersetzungen ergeht. Worüber wir nicht reden, ist zum Beispiel grassierende Ungleichheit. Worüber wir nicht reden, ist die Frage, warum denn dieses Deutschland, dieses so reiche Deutschland, nicht in der Lage ist, ein paar Flüchtlinge zu integrieren, aufzunehmen und menschenwürdig zu behandeln. Man müsste reden über jahrelangen neoliberalen Abbau öffentlicher Ressourcen. Im Übrigen gilt es auch für die Frage der öffentlichen Sicherheit. Wenn man zu wenig Polizisten hat, weil die Stellen alle gestrichen worden sind, muss man sich am Ende nicht wundern, wenn dann irgendwie in den Problemkiezen auch zu wenig Beamte auf der Straße sind. Kurzum, es gibt gesellschaftliche Probleme, die müssen jetzt diskutiert werden. Die dürfen aber nicht diskutiert werden im Sinne von Spaltung zwischen Nationalitäten, zwischen Menschen anderer Herkunft. Mhm. Taugen die Kategorien links und rechts eigentlich noch? Ich habe sie in einer Runde erlebt, wo es so um die Frage ging, was ist eigentlich links? Sie verstehen sich ja als linke Tageszeitung. Linke Positionen können ja auch mal ganz schnell umkippen, dass man dann mit den falschen Leuten irgendwo steht und dann irgendwie mit russischer Propaganda konfrontiert wird. Ist es heutzutage irgendwie noch möglich, links zu sein? Oder anders gefragt, was ist für Sie links in diesen Tagen? Ja, auf jeden Fall machen für mich diese Kategorien noch völligen Sinn. Und Sie haben ja völlig recht, es gibt auch in der Linken Leute, die Positionen vertreten, die nach rechts zumindest anschlussfähig sind. Und da muss man sich immer fragen, was ist eigentlich der Kern linken Denkens? Und da finde ich, gerade in der jetzigen Diskussion kann man relativ leicht auch immer darauf hinweisen, wir sind dem Erbe der Aufklärung verpflichtet. Wir haben einen universellen Begriff von sozialer Gerechtigkeit. Es geht nie und nimmer darum, jetzt den Deutschen irgendwas zugute zu halten und dafür andere meinetwegen auszugrenzen. Es gibt auch eine ganz klare Haltung, die immer und überall die universelle Rechte in Anschlag bringen muss, weshalb es natürlich auch völlig notwendig ist, sich abzugrenzen gegenüber Leuten, die dann irgendwie vielleicht in dem Putin den besseren Herrscher sehen und dabei vergessen, dass dort auch eine Arbeiterklasse gibt, die leidet. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nach Argumenten ringen in dieser einer Zeit, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, wo man steht. Das ist ja immer, wird ja immer schwieriger. Die Ereignisse überschlagen sich. Ist das nicht auch eine Chance für eine neue politische Kultur oder erleben wir nur eine Verrohung? Nein, ich glaube, es gibt ja auch ganz andere Initiativen, Bewegungen und da kommt ja auch ein bisschen was in Gang. Da muss man jetzt gucken, in welche Richtung sich das entwickelt, wie stark das wird. Richtig ist, wir haben eine, ich glaube, europaweite
Situation, in der krisenhafte Zustände, die ja also ihren Ursprung in der Ökonomie haben, die aber also immer wieder auch durch spalterische Rhetorik und so weiter am Ende zu Auseinandersetzungen zwischen Menschen gemacht werden. Und es gibt aber da auch ein großes Lager, die sagt, okay, wir müssen jetzt mal darüber nachdenken, wie wir Europa auf einen anderen Weg setzen. Und da gibt es, glaube ich, zwei Momente. Der eine Moment ist, dass sich eine nationalstaatliche Politik unter den globalisierten Bedingungen einer kapitalistischen Ökonomie nicht mehr als tragfähig erweisen kann, weshalb wir über eine Europäisierung auch linker Politik reden müssen. Da geht es unter anderem um Sozialstaatlichkeit, da geht es unter anderem natürlich um den Umgang mit Geflüchteten, um zwei Beispiele zu nennen. Auf der anderen Seite brauchen wir sowas wie natürlich eine europäische kritische Öffentlichkeit. Und ich glaube, man bei aller Schwarzmalerei und bei aller Kritik, es ist ja etwas passiert seit 2015. Ich glaube, es gibt Ansätze einer neuen kritischen linken Öffentlichkeit. Und Sie haben völlig recht, das ist dann auch eine Chance für die Leute, die an Aufklärung interessiert sind. Ich glaube, die müssen sich auch die Ruhe und die Zeit nehmen für Analysen, Hintergründe, die vielleicht nicht diese Gehetztheit und diese Empörungslogik mitmachen, die wir gerade in den sozialen Netzwerken erleben. Mhm. Letzte Frage, Europa, da wird ja immer das Zerbrechen von Europa herbeigeschworen. Besteht tatsächlich die Gefahr, dass die politische Idee von Europa zerbricht? Naja, ob jetzt die politische Idee in dem Sinne zerbricht, das weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich momentan einen relativ kurzen Weg zu ganz, ganz regressiven Zuständen. Die Grenzschließung sind ja nur ein Teil davon. Jetzt wird schon wieder werden alte Kerneuropa-Ideen aus den Schubladen geholt, so nach dem Motto, dann müssen sich eben die europäischen Länder, die da auf derselben Wellenlänge schwimmen, in dieselbe Richtung bewegen. Das ist schon etwas, was einen Stand an erreichter europäischer Integration, an dem man von links sehr, sehr viel kritisieren muss, gefährdet. Und das ist dann auch, sage ich mit Bauchschmerzen, aber mit voller Überzeugung. Wir sind momentan als Linke, glaube ich, nicht drauf und dran, einen kurzen Weg zum demokratischen Sozialismus einzuschlagen, sondern momentan geht es darum, Verhältnisse zu verteidigen, unter denen gesellschaftliche Veränderung überhaupt noch möglich ist. Und in einer Welt, wo Barrikaden brennen und man mit Todes bedroht wird und wo Grenzen wieder geschlossen werden, wird es dann auch für gesellschaftliche Veränderungen außerordentlich schwer. Sagt Tom Strohschneider, er ist Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Tschüss. Danke.